und herzlich willkommen zu League of Legends. Wir wollten ja eigentlich mit Watch Dogs gerade anfangen. Erneut. Allerdings macht's gerade so Spaß und wir sind, wenn wir jetzt 21 Punkte machen, schon wieder in der Promo, dass wir jetzt einfach League of Legends weiterspielen. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Hä, wieso? Wieso im falschen Spiel? Verstehe ich nicht. Ach, die kennen sich. Oh. Ignivia. Nun wird nicht übermütig. Sicher, dass du mit mir fertig bist. Oh, die sind nur zu zweit, Leute. Könnte das etwa schon der erste Kill werden? Ich denke ja. Ich denke mehr als ja. Aber die haben beide noch einen Flash, Leute. 4, 3, 2, 1. Jetzt habe ich ihn. Aber er ist schon ganz schön außer HP. Bin ich jetzt halbwegs clever spielen? Aber, gut. Das Schwein ist natürlich im Hochheilen dann doch sehr gut. So eine große Klappe hat, muss man aber mehr bieten können. Ah! Hat nicht viel gefehlt, schade. Jetzt heilt er natürlich wieder hoch, das ist Mist, weil ich verliere nämlich mehr HP als die und der Jungler ist in der Nähe. Der Gank war so hässlich, der war einfach so schlecht. Das ist schon peinlich, so schlecht wie der war. Es ist mir sogar peinlich, ihn nicht zu killen. So, nächstes Level up. Ist er fertig. Wenn er jetzt nicht in der Nähe ist, wird Tim down gehen. Okay, er kriegt ein bisschen Heilung. Das könnte ihn sogar jetzt retten. Aber ich habe nicht so viel HP. HP. MP. Nein, schon. Er zieht mich sehr nach links. Könnte da echt der Jungler sein? Ach, ich hab keinen Mana. Er aber auch nicht. 4. Das ist ein sehr merkwürdiges Spiel.
Ein sehr merkwürdiger Anfang auf jeden Fall. Wah! Alter, mein Heal ging total daneben. Alter, wie schlecht. Wie schlecht ist der denn? Der wollte unbedingt den Kill und ist dabei gestorben. Wie schlecht bin ich denn? Ich wollte jetzt auf das Schwert. Ich weiß, was ich will. Und dann kommt dieser Jungler schon wieder zum 10.000. Mal. Ich meine, ich habe jetzt mein Schwert, Jin. Du wahrscheinlich eher noch nicht. Ein Gegner wurde getötet. Auf geht's! Ja, Mann! Das hast du verdient! Wieso abgespastet? Ich bin schon, dass du für mich gekillt hast. Gegen den sofort down gegangen, das gibt's doch nicht! Also dieser Part hier wollte ich eigentlich dazu verwenden, Miss Fortune Akarte Skin zu nennen. Beziehungsweise MF spiele ich am meisten, aber den Skin zu zeigen. Aber zweimal jetzt schon so dumm down gegangen. Eigentlich könnte ich das gar nicht zeigen. Vor allem jetzt natürlich im Farm weit hinten. Letztes Spiel war 72 mit Ash, mit noch 10 Minuten, jetzt mal bei 36. Sind natürlich auch schon zweimal jetzt down gegangen. Yosu ist schon wieder tot, der kleine Yosu. Deine Taschen, verdammt. Ich bin zu weit drin. Ich bin. Es kann doch jetzt nicht wahr sein. Unglaublich. Dreimal down. Alter, der Support killt beide. Verbündeter wurde getötet. Ein Support mit 2 Kills im Tower Dive. Und ich krieg nichts hin in diesem Spiel. Ich meine, das Gute ist, Jin ist schlecht. Ansonsten hätte ich jetzt hier alt ausgesehen. Weil es ist jetzt ein Spiel, wo ich wirklich nicht gut performe. Und der Yaosu, denn am Anfang so große Klappe hat, jetzt steht jetzt mittlerweile 0-4 gegen Riven. Und der Gefiede der Riven ist nie gut. Warum hat er überhaupt schon die Ulti dafür nicht?
nicht wieder hochgehalten. Jetzt habe ich die Ulti, aber das Schwein hat ihn schon wieder zu sehr hochgehalten. ...20 Farben hinter eben. Und eben war schon nicht OP. Es war gut. Es war okay. Aber es war nicht OP. Jetzt ist der Farm natürlich nicht so überragend. Man sieht es schon bei den anderen. Die haben alle den gleichen Farm eigentlich. Die Shyvana ist schon wieder hier gewesen. Ich kann jetzt nicht kämpfen, da gehe ich nämlich down. Jetzt geht der Tower down. Ich gehe auf Blutdürste als erstes. Eigentlich schlecht für MF, aber ich brauche mehr Leben. Jin hat mittlerweile 20 Farm Vorsprung. Und die werden jetzt den Drake machen. Weil ich muss jetzt den Tower hier verteidigen. In der Zeit gehen die jetzt auf den Drake. Und das ist mega ärgerlich, dass wir den verlieren. Obwohl, Jin geht zurück. Und Yasuo ist schon wieder da. Die hat zumindest Riven down bekommen. Und wir haben den Drake tatsächlich gekriegt. Oh, oh. Wer ist das? Alter! Ich krieg ne down! Ich krieg sie nicht down! Yasuo, wie wär's, wenn du mal hierher kommst? Jetzt ist zu spät, mein Freund. Jetzt war's zu spät. Jetzt wird's eng. Ja, letztes Spiel. So easy wie es war, dieses Spiel sieht nicht gut aus. 7-15 eine gefeedete Riven und vor allem eine 8-0 Shyvana. Eine 8-0 Shyvana ist eigentlich sowas wie ein Freewin. Weil die kriegst du ja eigentlich gar nicht mehr down. Die hatte einfach mal 0 Schaden. Ich habe keine Lust, hier in den Trap zu laufen. In deinen Augen leuchtet die Welt. Darauf stehe ich. Aber das Spiel ist noch nicht vorbei. Aber es ist nah dran. Ein Gegner ist legendär. Nun wird nicht über. Darius 1-2. Yasuo 1-6. Vom Yi kommen keine Ganks. Und wenn Ganks kommen, dann sind es ganz komische, wo man nichts mit anfangen kann, wie eben.
der ist mir. Gar nicht. Hat aber der ADC beschützt. Er ist schon wieder tot. Also, das sind halt... Das ist wie bei Hunden. Umso größer die Klappe ist, umso schlechter sind sie, umso weniger beißen sie. Das ist ja einfach so, weil... Da wollte einer auf machen, du bist in der falschen Session, bitte. Riven ist nicht mal OP, aber... Wenn ich so einen Spruch mache, muss ich dann auch Riven besiegen. Und er ist 1-7 und Riven ist 4-2 und... Ich hatte gerade Glück. Ja gut, ich kann nicht in die Mitte gehen, weil dann Botland scheiße ist. Ich weiß, was ich tue. Die haben halt so einen gefeedeten Jungler, dass die einfach nur noch pushen müssen. Die müssen ja gar nichts anderes mehr machen. Und ich bin meistens allein, das haben die jetzt mittlerweile auch bekommen, dass ich praktisch nie jemand bei mir habe. Und dadurch natürlich die Tower sehr einfach einzunehmen sind. Weil ich kann sie nicht beschützen. Ich stehe dann jedes Mal ganz alleine. Und jetzt ist der Tower weg und jetzt kommen sie erst. Jetzt kommt zwar der Bait, aber wir haben dadurch jetzt den ganzen Tower wieder verloren. Und das ist einfach scheiße. Den ist down, aber wie gesagt, der Tower ist weg. Und der kommt doch nicht mehr wieder. Ne! Alter, ist die gefeedet! Alter, ist die gefeedet! Das ist nicht normal. Ach du Scheiße. Nee. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Jetzt aber! Nein! Ein Schlag! Ein Schlag! Ein verdammter Schlag, ey! Ein Schlag mehr! Ich hätte sie gehabt. Wieder hab ich Riven erwischt, erwischt.
Ich könnte die Heilung nehmen, aber bringt nichts. Trollmann. So, Darius. Und jetzt halbwegs. Ingriff. Ich hab kein Mana mehr. Static. Wenn ich dieses Game carryen sollte, könnte, das würde ich so übelst feiern. Weil es ist ein Spiel, was ich nicht gewinnen kann. Ich hätte Jin jetzt gekriegt, wäre aber in der Falle gewesen. Altes Leid, Yaosu ist mal wieder einfach mittendrin in allen. Wir können ja jetzt den Tower verlieren, wenn wir jetzt so weitermachen, weil sie ist der Ablenkungsmanöver. Der wahre Kampf ist hier vorne bei Jin. Jin hat den Damage, Jin will jetzt den Tower. Dieses Game ist nicht zu gewinnen mehr. Leute. Also Toplaner und Dschungel sind Premates. Und die Mitte. Ich meine, Darius hat sogar das meiste Farm hier im Spiel. Aber er macht nichts draus. Er ist wie so eine Wand, die rumläuft und nichts auf die Reihe kriegt. Es ist leider so. Er kriegt nichts hin. Er weiß nicht, was er machen soll. Eben. Einfacher Bait. Er geht von oben rein, fokussiert den ADC. Wir hätten beide gekillt. Aber es kommt nichts. Es kommt einfach nichts. Mein Static ist nicht OP, weil der Feed einfach zu groß ist. Und jetzt ist sie gleich da. Er ist da. Nächster Tower down und geht. Auch gleich der Tower down. Ich kann nicht alle Towers auf einmal beschützen. Und er macht Crabs. Er ist 3 Kilometer entfernt von dem.
verstehe es einfach nicht. Er ist 3 Kilometer noch entfernt und versucht ihn zu crappen. Jawoll. Witzlos. Ich meine, Lulu kann nichts dafür. Lulu versucht mich ja zu buffen und alles. Also Lulu kann ich nicht die Schuld geben, aber die anderen, die sind Katastrophe. Vor allem natürlich der Midlane. 2 Elf. Da kannst du keinen Blumentopf mehr gewinnen. Und dann so ein Top-Laner, der die Craps nicht hinbekommt. Im Farmmarker ganz okay sein. Hat ja mehr wie ich. Aber er kriegt nicht einen Crap hin. Steht 3 Kilometer entfernt und versucht, einen zu sich zu ziehen. Das ist... Ja, da fehlen mir die Worte einfach. Shyvana geht jetzt nur noch auf mich. Die weiß natürlich auch, dass... ich der Einzige bin, der Damage hat im Team. Die ist ja auch nicht dumm. Nun wird nicht übermütig. Und ich bin auch an 11 von 19 Kills beteiligt. Direkt. Jetzt ist natürlich schwierig. Hier oben sind die OP-Minions. Hier unten wird hart gekämpft. Wir können nicht alles verteidigen und das war's. Sie fällt dagegen.